Hallo! Welcome by Books and Records. Paquito de Rivera, Manhattan Burn. Heute wieder ein paar Vinylplatten. Sieben geile Platten, die ich abgeschossen habe. Ich habe so lange nach der gesucht. Der Wahnsinn. Das ist einer der Kultplatten von 1987. Als ich so im Bereich Fusion Jazz reingegangen bin, hab selber als Drummer, war ich unterwegs, keine bekannten Bands, einfach so just for fun. Und diese Platte, da kam ein Freund von mir, so ein Olli, so ein Postbeamter. Und falls du, Olli, falls du dieses Video siehst, danke für deine Tipps. Über Olli habe ich auch Lee Ritenour kennengelernt. Und ein Postbeamter, der einen unglaublichen Musikrepertoire hatte. Ja? Denn Musik ist nicht Geschmackssache. Ja? Und mir ist es ein Rätsel. Ja? Wir haben heute Freitag, den 14. Juli. Und das Olympiastadion ist dreimal ausverkauft bei Rammstein. Wahrscheinlich gehen die Leute mehr wegen der Show hin, als wegen der Musik. Denn das ist hier die Kultplatte schlechthin. Und ich stelle heute sieben Platten her. Und dieser Olli, der kannte sich damals sehr, sehr gut aus. Allein das Plattencover ist ja schon sensationell. Ja? Manhattan Burn. Damals standen noch die Twin Towers. Paquito de Rivera, kubanischer Saxophonist. Spielte schon mit 19 Jahren mit dem National Symphony Orchestra. Kommt aus Havanna, Kuba. Und hat natürlich, das ist CBS, und hat natürlich gigantische Karriere hingelegt, ne? Also der legt heute noch. Und damals gab es GRP Production. Das ist erstaunlicherweise keine GRP Production. Das ist Larry Rosen Production oder Dave Grusin Production, sondern CBS Production. Und hier haben die Cracks de la Cracks aus Kuba, also die besten Musiker bei Manhattan Burn mitgemacht. Und natürlich auch Claudio Roditi Trumpet, ja, das ist auch ein Italo-Kubaner, also Paquito de Rivera, Chiron Batista, Ignacio Verona, Sammy Figueroa. Also diese Platte ist absoluter Ultra-Luxus-Funk-Jazz vom allerfeinsten Pop. Drehen wir noch mal ganz kurz auf. Unglaubliche Soundqualität, gerade auf CD, Hammerqualität. Ja, also für mich einer seiner Meilensteine, Paquito de Rivera, Manhattan Burn, das ist auch der Titel dieses Video, weil ich einfach den Titel cool finde und it's a masterpiece of jazz. Wahnsinn, die Platte. Müsst ihr mal durchhören. Hammer-Songs drauf. So. So, pass auf. Jetzt kommen noch ein paar Sachen. Ein paar geile Sachen. Scheiß MacBook. Hier geht's ständig aus. Oh, Manometer, ey. So. Geiles Buch. Das stelle ich aber nächste Woche her oder in zwei Wochen. Heute wollte ich eigentlich ein Video über Bücher machen, aber ich mache lieber sieben Platten.
Ich hatte keinen Bock. Ich musste ja ein Buch rauspicken. Ich habe ja ein paar harte Bücher rausgepickt für euch. Kann ich euch nur ans Herz legen. Und heute geht es um die Platten. Also Paquito de Rivera's Number One. Und jetzt kommt, die habe ich alle abgeschossen im Netz. Teilweise auch bei Bravado. Eine andere Hammer-Kultplatte, die ich auch auf CD hatte. Und ich weiß nicht, wer sie mir, ob ich sie verkauft habe oder irgendjemand mir sie geklaut hat. Eine Hammer-Kultplatte im Bereich Jazz-Funk. Pop. Ist George Duke, Guardian of the Light. Ja. Guardian of the Light, mega Masterpiece. 1983. Was sind dann in den 80er für Kultplatten rausgekommen? Ja. Gut, die haben natürlich auch kleine Konzerte. Wenn der George Duke mal ein Konzert gegeben hat, dann war das auch ausverkauft. Ne? Also George Duke, einer der besten Keyboarder und Komponisten im Soul, Funk, Jazz, Fusion-Bereich. Auch Black Soul hat bei vielen Soul-Größen, Rock-Größen mitgemacht und insbesondere R&B. Ist leider verstorben vor ein paar Jahren an Krebs. Leider habe ich das Datum vergessen, aber könnt ihr googeln. George Duke, Guardian of the Light. Absolute Kultplatte. Sehr poppig. Ja. Kann ich mal kurz anspielen. Die geht richtig, richtig ab. Gemerkt. Leider funktioniert das Bluetooth nicht, keine Ahnung, aber ich muss das mal ein bisschen optimieren. Sonst würde ich es über die Anlage laufen lassen, aber irgendwie schnappt er heute den Bluetooth nicht von dem Cayenne. Ich habe einen Cayenne Audio hier. Da muss ich gucken, warum er den nicht schnappt von dem MacBook. Hört mal rein, das ist die hier. Mit Trompetern, beste Musiker machen hier mit, also Pop. Alter Schwede, das ist wirklich Dynamit, die Platte. Also wenn du das hier volle Pulle hörst, ist auch gut für Messen zum Vorführen. Und zwar... Ja... So Douglas Davis, Danny Rothermiller, also hier machen ganz viele Cracks mit. Ja, in Kalifornien, Los Angeles aufgenommen. Paulino da Costa, Wahnsinn. Wahnsinnsplatte. Kultcover. Richtig Dynamit. Gerade so bei Partys. Liebe diese Platte. Habe ich auch abgeschossen. Kult. So, kommen wir zu einer anderen Platte. Bleiben wir auch beim Soul Black R&B. Wer kennt die nicht? SilkSonic, Bruno Mars und Anderson Paak. Hammer, Must. Die haben ja einen Kultsong wegen während der Pandemie rausgebracht. Nennt sich Leave the Door Open. Ein Traumsong, was der Bruno Mars da hingekriegt hat. Also wie er das hingekriegt hat, das ist mir ein Rätsel, so ein Song. Das ist wie so ein Song, der hätte so in den 60er, 70er, 80er Jahre geschrieben werden. Der ist so geil, dieser Song. Hat Millionen von Klicks. Ich glaube, schon waren 1 Milliarde erreicht. Also ähnlich wie Be Happy, dieser Happy Song. Und heißt
SilkSonic heißt die Band. SilkSonic. Und das Video ist auch total lustig. Ja. So, müsst ihr euch mal das Video auf YouTube angucken. Leave the door open, lass die Tür auf. Wunderschöner Love Song. Das Video ist top, kann ich hier nicht zeigen, weil sonst macht YouTube hier Faxen. Ich glaube, hat auch Grammy-Nominierung. Wunderschöner Song. Leave the door open. So, also ich habe wirklich eine Hammerplatte endlich gefunden. Leider war nichts für 10 Euro. Die sind teilweise gebraucht, teilweise in Top-Zustand, Near Mint. Klangqualität absolut top. Also die war ja neu hier, aber die anderen, die George Duke und die Paquio de Rivera, die muss man erstmal finden in gutem Zustand. Und da ist man leider locker bei 15, 20 Euro dabei mit Versandkosten. Kannst du 25 dann drauf, 23, 25. Ja, aber gibt Schlimmeres. Und jetzt habe ich auch eine Platte gefunden, die ich schon lange suche. Boah, alter Schwede, nagelneu versiegelt. Alter Schwede, Lonnie Liston Smith on Vinyl. Der absolute Transcendent Cosmic Virtual Fusion Jazz Funk Soul, alles dabei. Was für geil, ich liebe diese Covers. Ihr seht, wir haben ein Hammer-Cover nach dem anderen. Ja, und Lonnie Liston Smith and the Cosmic Echoes. Alter Schwede. Das ist wirklich also... Junge. Und das ist auch hier ganz klar Anfang 80er. Ich mache die jetzt gar nicht auf, weil die habe ich gar nicht aufgemacht. Ich spiele mal einen Song, also ich habe sogar die CD von denen. Das ist wirklich, wie der Zufall es so wollte, griffbereit. Unglaublich. Es gibt ganz viele, auch die CD, ich mag die CD, wenn so, ich mag beide Mediums, aber natürlich LP, Schallplatte, Vinyl ist was anderes. Ganz kurz, schnell einen Song. Also, Lonnie Liston Smith ist wirklich Kult. Kann ich nur empfehlen. Und ist Top-Mucke. Für die, die Jazz, Soul, Funk, R&B und auch ein bisschen anspruchsvoll. Platte.
Wenn ihr das über eine geile Anlage hört, das ist besser als Dope. Und jetzt, was? Das ist ein Genie. Keyboarder, Komponist. Der Mann im Hintergrund in den 80ern hat für viele komponiert. Lonnie Liston Smith. Gibt es noch so einen anderen Lonnie Smith? Lonnie Liston Smith, aber das ist Lonnie Liston Smith. Einfach genial. Das ist Musik. Ja. Ja. Und nicht Rammstein. Ja, nichts gegen die Fans. Aber wie kann ein Stadion 3 Tage hintereinander ausverkauft sein? Heute fängt das Konzert an hier in Berlin, Olympiastadion. Freitag, Samstag, Sonntag. 3-mal Rammstein. Und ich wohne hier direkt um die Ecke. Das ist für mich der blanke Horror. Rammstein. Als Soul, Funk und Jazzer habe ich hier Rammstein um die Ecke. Und mein Nachbar drüber hört auch Rammstein. Da kriegst du eine Krise. So, weiter geht's. Deswegen, wir müssen mehr Soul, Funk, Jazz, R&B. Wir müssen mehr geile Mucke hören. Als so ein, sorry, dass ich sage, das ist so ein Scheiß. Ja, gibt's doch gar nicht. Kann man nur so eine kalte, emotionslose... Die sehen aus wie Soldaten an der Bühne, als wenn die in den Krieg ziehen. Ich glaube, das ist mehr die Show, dass die Leute anzieht, als die Musik. Ich finde die Musik, da gibt es auch viele andere deutsche Bands, die kann man wirklich in die Tonne kloppen. Ja? Das waren Götter hier. Lonnie Liston Smith, hallo? Götter. So, weiter geht's. Kommen wir zu einem anderen super cool Soul Black. Hammermäßigen Sänger, völlig unterschätzt, 60er, 70er, 80er Jahre, in Amerika schon Durchbruch, aber in Deutschland wurde er kaum gespielt. Ich habe schon eine Platte mal von ihm gezeigt und auch dieses Cover habe ich endlich bekommen. Mann, bin ich happy. So ein geiles Cover, 70er Jahre, da gibt es einen Song, das wurde während des Vietnamkriegs so zu der Zeit geschrieben. Just as long as we are in love. Das ist so ein schöner Song. Terry Callier. Amazing Musician in Platte. Terry Callier. Cover auch. Ultra sexiges Cover. Ja. Geiler Typ. Soul, R&B. Der macht auch Folk. Auch ein bisschen Country so Richtung. Aber mehr so R&B. Also der hat so verschiedene Bereiche gestriffen. Ja. Der hat eine fantastische Stimme und da spiele ich euch einer meiner Lieblingssong. Den habe ich leider Ende der 80er, 90er entdeckt, wobei die Platte... Doch, 1973 Reissue 2015. Also ich habe eine neue abgegriffen, ja. Ist aber geil, das ist eine super Pressung. 180 Gramm, ist eine audiophile Vinyl, ja. Die Lonnie Liston Smith ist auch 180 Gramm, die Paquito, die Rivera leider nicht, das sind nur 140 Gramm. Also, trotzdem klingt die nicht schlecht. Die Lonnie Liston Smith war auch ein Glückstreffer, ja. Genau wie die George Duke. Die George Duke ist natürlich auch keine 180 Gramm, aber das ist ja 180 Gramm. Sehr edles Cover. Ich spiele euch mal kurz was an. Machen wir das Video nicht zu lang. Ach du Scheiße, 20 Minuten. Terry Callier. Da war ich schwer verliebt, als ich dieses Song gehört habe. In so eine Bitch. Aber egal. Ich habe dann den Song leider viel zu spät erkannt. Der ist 73 rausgekommen. Und ich habe mir den dann in den 90er reingezogen, da war ich hinter so einer Frau her, aber ich habe die nie bekommen. Das war eine richtige Bitch-Nationalität, will ich jetzt nicht sagen, weil sonst kann sie das mitbekommen. Und die hat sich immer für die falschen Männer interessiert, wollte damals mich nicht haben. Ich war ein netter Kerl, sehr attraktiv,
Trotzdem wollte die mich nicht haben. Naja, passiert. Aber die waren immer alle begeistert. Von meinem Musikgeschmack. Einer der schönsten Stücke, die ich hier gehört habe. Der Text ist wunderschön. Fantastisch. Man erinnert sich an die schönen alten Zeiten, als man verliebt war. Damals war Vietnamkrieg, auch die Zeiten waren sehr turbulent, Börsencrash, sehr viel Armut, Ghettos in Amerika. Das über eine Hi-Fi-Anlage hört, kriegt ihr Gänsehaut. Wenn ihr keine Rammstein-Fans seid, ja? So. Rammstein. Das kann doch nicht wahr sein. So, kommen wir zu the next one. Brauche ich nicht viel zu sagen. Wer aus dem Jazz, R&B, Funk, Black kommt, kennt ihn. Einen der geilsten Trompeter, der hat viel Pop gemacht, auch viel Pop-Jazz. Super Typ. Donald Byrd. Und it's original Blue Note. Da musste ich was hinblättern. Ich weiß gar nicht mehr wie viel, aber ich musste da schon was finden. This album available on Quad Tape. Blackbyrd. Donald Byrd. Das ist auch Hammermusik und ich bin ja Blue Note Sammler. Ich liebe Blue Note. Irgendwie fasziniert mich dieser Label. Da sind auch die besten Musiker. Ist leider wenig Miles Davis auf Blue Note. So, und mit Terry Callier werde ich mich sowieso jetzt bald verabschieden, aber kommt noch eine Platte. Waren ja 7. Und jetzt, ich zeige euch mal, wer Donald Byrd ist. Für die, die ihn nicht kennen. Auch 60er, 70er. Jahre. Wurde in vielen Discos auch gespielt, seine Songs. Blackbyrd. Da haben wir. Kultalbum. Er hat viele Alben. Ich habe einige von Donald. Nicht von Donald Trump, sondern Donald Byrd. Legendär. Boah. 1973. Wawa-Gitarre.
Das auch über eine HiFi-Anlage. Top. Auch zu finden auf Vinyl, leichter auf CD. An die Zeiten von Isaac Keys, Chef, Barry White, James Brown, The Jacksons. Hammer. Denke ich so an Bronx, New York, Chicago. Was müssen das für geile Zeiten haben? Völlig andere Zeiten als heute. Ja? Machen wir mal ein Video so und erkläre so ein bisschen einiges, warum Musik so wichtig ist, weil es erinnert dich an Zyklen. Ganz wichtig, Musik zu hören. Ja, aber mach ich ein extra Video. 27 Minuten, 3 Minuten habe ich noch. So, das war Donald Byrd. Mega! So. Und jetzt kommt last but not least, die siebte, völlig was anderes, Brasileiro. Ich liebe auch brasilianische Musik, es gibt brasilianischen Jazz, brasilianischen Funk, brasilianischen Pop-Funk, The Girl of Ipanema als Chill House, also aus Brasilien kommt Hammer-Musik, Hammer-DJs kommen aus Brasilien, Hammer-Jazz auch und ganz viele bekannte Top-Musiker von Gitarristen, Schlagzeuger, Trompeter, da könnte ich hier den ganzen Tag darüber reden. Und hier haben wir The Classic bei Brazilian Masters. Mit Toby Hain, Antonio Carlos Jobim, Jorge Gilberto, Grant Green, Maisha. Also damit ihr wisst, in welche Stilrichtung die Platte geht, spiele ich das mal kurz vor. Also richtig schöne Platte. Aber die coolste Song ist der hier. Agua de Bebe von Maisha. Das ist ja ein Top-Song. Da sind wirklich die Top-Songs drauf. Nicht Maisha Leak, die Soul-Sängerin, sondern die heißt auch zufällig Maisha. Also nicht mit der Maisha Leak von Incognito zu verwechseln. So, Agua de Bebe, Maisha. Welche nehmen wir denn? Wir nehmen mal die hier. Geiler Song. Gibt's auch remastered in verschiedenen Versionen. Also die bekanntesten, geilsten Lieder der 60er, 70er, 80er Jahre. Remastered. Wenn ihr einen chilligen Sonntag machen wollt, das ist genau die schöne Musik zum Runterkommen, zum Chillen. Weit entfernt von Rammstein.
So. Das war's, Freunde. Ich möchte mich verabschieden mit eins der schönsten Songs der 70er, 80er Jahre. Ein sehr melancholischer, trauriger Song von Terry Callier. Just as long as we are in love. Als wir lange Zeit in verliebt waren. Ja? Ein wunderschöner Song mit einem traumhaften Text. Ich verabschiede mich. Hat Spaß gemacht. Das sind 7 Kultplatten. Ich hoffe, für jeden war was dabei. Und ich muss gehen. Ich habe noch was zu tun. Bis dann, Freunde. Ciao, grazie. Bis zum nächsten Mal. Slips right on the way. Every time you come around, and there's so many, many things I wanna say, but words alone won't ease your mind. Sometimes I wish that we could fly away. Girl, we've got the